Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Jahre 2017-2, also dem Herbst. Besprechen möchte ich die Aufgabe 6 und die Aufgabe 6 geht folgendermaßen. Wir haben einen doppelwirkenden Zylinder, den möchte ich kurz skizzieren. Dieser doppelwirkende Zylinder sieht eben so in der Skizze aus. Wir haben hier unseren Kolbenboden. Wir haben unsere Kolbenstange und irgendwelche Dimensionen müssen ja hier immer gegeben sein. Uns ist der Kolbenstangendurchmesser gegeben, Durchmesser 3 cm. Wir haben den Kolbenboden gegeben, Durchmesser 6 cm. Der Volumenstrom Q beträgt 10 Liter pro Minute für beide Ausfahrrichtungen. Ausfahrrichtung 1 und Einfahrrichtung 2. Und die